Hallöchen und herzlich willkommen zu Plötzlich Wissen. Abtauchen mit Plötzlich Wissen, um Gottes Willen. Und hier unten ist Inga-Marie Ramke. Und hallo. Dort ist Julia Schnetzer. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin André Lampe und wir drei sind Plötzlich Wissen. Richtig. Und wir haben so einen tollen Übergang, der gerade schon geblubbt hat. Für den Anfang. André, du hast jemanden vergessen. Was denn? Oh, der Dugong. Oh. Hallo, Dugong. Hallo, Dylan. Hi, Dylan. Oh. Knutscher für alle. Ja, das macht er sehr gerne. Er ist das vierte Mitglied. Und wenn wir draußen auf der Straße sind, ist er unser Koberer, wie man in Hamburg sagen würde. Der die Leute anspricht. Ja. Koberer. Ja, auf dem Kiez. Damit du die Leute in Sex-Etablissements reinkriegst. Was wir nicht machen. Er spricht, er kann zwar knutschen, aber ansonsten nichts. Doch, orakeln. Ja, orakeln kannst du orakeln, auch. Ja. Ja, orakeln kann er. Genau. Genau. Ja, das letzte Mal konnte ich leider nicht dabei sein. Was ist bei euch so passiert? Julia, wie läuft es mit dem Buch? Gut. Also, es läuft ganz gut. Du hast es jetzt auch bekommen, André, ne? Ja, ist ja, ja. Bei dir. Ja, danke schön. Danke schön. Ich habe schon mal reingeguckt, aber ich habe noch nicht wirklich Zeit, mich mal in Ruhe damit hinzusetzen und wirklich ernsthaft zu lesen. Okay. Aber ich freue mich schon drauf. Bist du in der Spiegel-Bestsellerliste, Julia? Ja, ich war auf der erweiterten Bestsellerliste, auf Platz 31. Oh, wow. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Das war auf jeden Fall sehr cool. Das ist echt cool. Ja. Das lag bestimmt am letzten Stream, der so richtig gut geklappt hat. Oh ja, und ich habe auch ich habe letzte Woche Fanpost gekriegt. Total süß. Oh, eine echt? Frau hat mir so eine selbstgenähte Tasche geschickt, also so ein Jutebeutel mit Delfinen und Fischen drauf und so und Schokolade und ganz süße Karte. Ja, total süß. Hat sie irgendwie an den Verlag geschickt und der Verlag hat es dann an mich weitergeschickt. Oh. Ja, das war echt ganz goldig. Cool. Du könntest noch Flossenschoner für den Dugong in Auftrag geben. Wenn wir wirklich mal draußen arbeiten müssen und das ist so Scheißwetter wie jetzt, dann könnte er sowas brauchen. Kleinen Regenmantel. Regen findet er ja gut, aber Kälte mag er nicht. Also so einen gehäkelten Flossenschoner für die Gabelschwanzflosse und die Seiten, Brustflossen dazu. Das wäre süß. Ja, in geringelt oder sowas. Und Lesungen gehabt in letzter Zeit? Nee, ich meine, das ist natürlich alles mit Corona findet ja, das klar, alles eigentlich nicht ja. statt. Ich habe aber Montag, also am, was ist das, der 30., also Montag nächste Woche, ja. Habe ich eine Online-Lesung mit dem Literarischen Salon Hannover. Oh. Was ja ganz gut passt, weil das ist irgendwie auch mit der Uni Hannover und die sind ja mit Plötzlich Wissen assoziiert mit der Uni Hannover, deswegen passt das ja ganz gut. Genau. Nee, aber sonst ist jetzt gerade ruhig. Also es gibt noch so ein paar Radio-Interviews und so, aber jetzt ist das gerade alles wieder runtergefahren. Ist auch ganz gut. habe ich wieder Zeit für andere Sachen. Das ist ganz schön anstrengend, so diese Medienarbeit. Ja, das glaube ich. Und du warst jetzt auch mehrfach im Fernsehen, ne? Also Rote Sofa oder kommt das noch? Nee, das war. Ja, das war, ne? Ja, genau. Vor 2 Wochen? Ja, genau. Genau. Mhm. Der Sofa, NDR Talkshow und Aspekte. Du kannst den letzten Stream nochmal angucken, André. Da haben wir, über. Aber in der Zwischenzeit haben wir ja eine Sache als Erkenntnis. Es gibt gerade, wir haben auch über den Heidepark geredet, André, falls du auch Interesse am Heidepark hast. Ja, ja. Ich finde den Heidepark echt, großartig. Wir gehen alle zusammen in den Heidepark und vielleicht schreiben wir einfach mal der Presse vom Heidepark, dass wir die besuchen wollen mit einem Dugong und dann können wir vielleicht sogar umsonst rein. Aber Julia hat
Ja, Julia warum hat nicht? Salat gegessen. Und Eiersalat. Ich hatte auch die Eiersalatphase, weil wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, dass ich unbedingt mal wieder in den Heidepark möchte und niemanden finde und jahrelang richtig schlechte Sachen gegessen habe, weil es da immer diese Preisreduzierungscoupons drauf gab. Also bei Kellogg's gibt es das immer mal wieder. Und bei dem Eiersalat, der Oppermann-Eiersalat. Ja, aber ich habe den auch nicht deswegen gekauft, sondern ich hatte ihn und dann saß ich beim Frühstück und guck so drauf und bin so, geil, Coupon, zwei Erwachsene für den Preis von einem. Das ist so geil. Dann habe ich es gleich aufgehoben und Inga ein Bild geschickt. Ja, und dann habe ich parallel eine Werbung zugespielt bekommen vom Heidepark. Wegen wahrscheinlich der Algorithmus weiß, was ich will. Und das habe ich an Julia direkt zurückgeschickt. Und wir hatten uns letztes Jahr über auch die Aquarien und so unterhalten, die es früher im Heidepark gab, André. Ja, ja, und Delfinarium hatten wir auch, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Und eine Krokodilshow. Stimmt. Mhm. Ist schon wahnsinnig lange her, dass ich mal da war, aber total. Ich würd sofort mit euch in den Heidepark gehen und plötzlich Wissen machen. Wenn wir das oder einfach nur. Einfach nur so. Ja. Mit einem Bollerwagen oder so. Unter der Woche ist sehr wichtig. Ja. 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 Und ein bisschen und schlechtes Wetter ist gut. Unter der Woche, wenn keine Ferien sind. Ja. Also quasi nächste Woche oder so, weil dann kommen nämlich bald die Sommerferien. Ja, genau. Wir müssen im Prinzip nächste Woche anfangen, weil in zwei Wochen sind in Schleswig-Holstein schon Sommerferien. Oder in drei. Ja. Also sehr, sehr bald. Oder wir können erst im September. Ja. Man muss ja momentan immer alles sehr schnell machen, um den Slot, das ist gerade geöffnet, nutzen zu können. Ja, ich hoffe, es wird jetzt alles wieder besser. Und was war bei dir los, Inga? Außer Werbung für einen Heidepark? Ja, Werbung für einen Heidepark habe ich bekommen. Dann war ich, glaube ich, war das letztes Mal schon? Der Dugong hat auf jeden Fall gearbeitet. Ja, ich glaube, der hat ja am. Nee, genau. Das war der Tag, der letzte Stream war ein Tag, bevor ich mit dem Dugong gearbeitet habe. In Itzehoe, im Haus der Jugend, da war eine große, da gab es die grünen Büchertürme für Grundschulen. Es sind so Nachhaltigkeitsbücher gewesen und so Sachbücher unter anderem oder irgendwas zum Thema. Mhm. Genau, und da war meine Lesung mit dem Reiseführer für Tiere, wo der Dugong dann gearbeitet hat. Und ich habe insgesamt 50 Kinder gesehen. In zwei Lesungen, 50 Kinder pro Lesung. Und auch Presseerfahrung gehabt, Julia. Das war die schönste Presseerfahrung. Ich habe nicht gewusst, dass die Presse kommt. Und habe dann inszenieren dürfen, so, kennst du das? Dieses, Entschuldigung, ich bin da und ich habe nicht so richtig viel Zeit. Und wie wäre es denn, wenn wir kurz gleich nochmal die Fotos machen, bevor sie anfangen? Und ich so, also ich mache jetzt die Lesung und die Kinder, es gibt schon so eine Reihenfolge, dass das Sinn macht vom Aufbau, also Storytelling innerhalb der Lesung. Ja, aber ich habe, also, Sie haben doch so Tiere dabei, können wir die nicht gleich sehen? Ich so, das Tier kommt eigentlich erst raus, wenn ich ein Lied spiele und das dauert 10 Minuten mindestens, weil wir vorher nochmal um die Welt fahren müssen, um Tiere zu entdecken, die migrieren. Ja, naja, und dann muss ich das vorziehen und die Kinder haben den Dugong gleich gesehen und dann ist er wieder in seinem Koffer verschwunden und dann ging die Lesung los. Und beim nächsten Mal, zweite Lesung, war auch Presse da, aber nicht von Anfang an, sondern irgendwann in der Mitte. Und die kam dann auf die Bühne, während ich meine Lesung hatte, ohne Ankündigung, stand auf einmal jemand hinter mir und knipste von hinten, wie ich gearbeitet habe. Ich dachte, oh Gott, voll stressig irgendwie. Damit rechnet man ja auch nicht so. Also war ein bisschen unnatürlich, das Ganze. Aber der Dugong hatte seinen Spaß, die Bettwanze auch. Also so mittel, weil die ja die Kinder nicht berühren dürfen. Und ansonsten, suche ich immer noch weitere Tiere, die ins Unterwasserkartenspiel kommen. No. Da muss ich gleich mal gucken. Es kann sein, dass ich so ein Kartenspiel auch hier habe. Also ich habe ja Insekten und Waldtiere schon geschrieben und jetzt erscheint im August. Ich habe Vorschauen bekommen von den Büchern, die jetzt als nächstes kommen. Ja, habe ich gesehen. Es kommt. Ich bin ein bisschen traurig, dass Arena es nicht geschafft hat, mich in ihren Autorenpool reinzutun. Die haben so eine richtig fette. Ich habe. Schön, ne? Dekolleté kriegt man auch. Ich habe die Vorschau bekommen von Arena. Und da steht dann vorne so drin: Wir danken
Wir danken den Arena-Autoren und Illustratoren. Und das sind quasi alle außer mir. Oh, oh Mann. Ja, die haben es vergessen. Ja, aber, Horst, die fragt jetzt gerade auch im Chat, Ingas Lesung. Ja, Inga macht regelmäßig Lesungen mit Reiseführer für Tiere, eklige Untermieter, Benno Bieber auch. Benno Bieber, hier, ja, Benno Bieber, jetzt, also habe ich noch nicht gemacht. Wenn Köln am 20.06. aufhat, dann bin ich am 20.06. in der Zentralbibliothek in Köln mit Benno Bieber, aber nicht mit dem hier. Das ist nämlich das neue Benno Bieber, da geht es um Müll. Ah, auch das um Plastikmüll. Ja, ich erinnere mich, da haben wir jetzt drüber geredet. Genau. Ja. Ja, wo der Biber den Biberdamm nicht mehr wiedererkennt, weil da sich Müll gestaut hat. Hm. Ja, genau. Und das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Ich schreibe gerade ein Kartenspiel und wenn jemand noch Wünsche zum Thema Meeres- und Strandtiere hat, die lustige Namen haben, die man gut illustrieren kann, dann immer raus damit. Ich kann noch Tiere annehmen, sozusagen. Es müssen nämlich 50 Tiere werden. Ja, das ist ja eine Menge. Ja. Ja, ich habe auch, Inga, ich habe dir ja irgendwie vor 2 Tagen noch den Knurrhahn geschrieben, weil es mir eingefallen ist. Und ich dachte, super Name, kann man gut illustrieren. Und ich hatte da, und ich habe mich auch erinnert, weil ich habe tatsächlich das erste Mal einen Knurrhahn gesehen. Da war ich so, ich weiß nicht, so 8 oder so oder 9 und war schnorchelnd auf Sardinien. Und der Fisch saß am Boden und ich habe mir den angeguckt und dann hat er plötzlich so seine Seitenflossen hochgemacht und die waren ganz bunt, also ein bisschen wie so ein Regenbogen, ganz farbig. Und dann hat er seine Füße ausgefahren und ist weggelaufen. Das ist so geil. Und mir ist echt der Schnorchel aus dem Mund gefallen. Also ich war so, Alter, der Fisch hat Füße und so, ne? Und dann bin ich rausgerannt und war so, mach mal, Papa, ich habe einen Fisch gesehen, der hatte Füße und ist gelaufen. Und das hat mir niemand so richtig geglaubt. Und dann Jahre später, also ich war dann auch irgendwann, dachte ich mir so, habe ich mir das eingebildet? Und Jahre später habe ich dann im Aquarium einen Knurrhahn gesehen und habe gesehen, dass die Füße haben und war dann beruhigt, dass ich doch nicht verrückt bin. Nicht total wahnsinnig. Ja. Ja, und den roten Knurrhahn habe ich ja schon drin, hatte ich dir ja schon zurückgeschickt. Ja, genau, voll gut. Ja, ich habe dabei festgestellt, dass die meisten Tiere, die man gut illustrieren kann, leider alle ähnlich sind, ne? Also Seehase, Seepferdchen, Seebarsch. Ist ein bisschen schade, weil das wird immer um die Ecke gedacht, illustriert. Oder auch Walfisch, Blauwal, Wal und Hai auch. Ist zwar, wenn man es einmal macht, ist es noch witzig, zum Beispiel so dieses Hai, Hallo zu machen, aber dann wird es ein bisschen langweilig. Das heißt, ich muss da noch ein paar schöne Dinge. Den Wattwurm, das ist, wird ein wahrscheinlich von der Illustration dann irgendwas so ein, was? So ein plattdeutsches, so ein Wurm, der dann auf Plattdeutsch irgendwas fragt, ne? So, was? Was denn dat? So, Wattwurm halt. Ja. Die neue Antenne macht es eher schlechter. Was meint Horsti? Ich habe eine neue Antenne für hoffentlich besseren Internetempfang, aber es sieht so aus, als ob das nicht wirklich zielführend ist oder die Sache besser macht. Ja, das sehe ich genauso. Wir haben ganz schön ein paar verlorene Frames. Geht's denn einigermaßen? Ja, nicht neu. Ja. Leider. Ja, es ist leider nicht neu. Nee. Wollen wir vielleicht nach Polen auswandern oder irgendwas Umliegendes, so ein anderes europäisches Land oder Tschechoslowakei oder so, wo die richtig gutes Internet haben? Ja. Haben die da richtig gutes Internet? Ja. Eigentlich überall anders, ja. Alles außer Deutschland. Ja, ja. Du fährst mit dem, bin ja öfters mal nach Prag gefahren mit dem Zug und wenn du den Eurocity nimmst über Prag nach Wien, dann ist halt so, da durch von Berlin bis zur tschechischen Grenze hast du ja irgendwie, du darfst nur 200 MB und es ist irgendwie total langsam, das WLAN im Zug und dann kommst du auf die tschechische Grenze, dann kommt ein Pop-up und informiert dich darüber, dass deine Volumenbegrenzung jetzt weg ist und du hast 10 Mbit down und up. Ja. Sie haben das Internet-Neuland Deutschland verlassen. Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Okay, zweimal kann man entstocken.
Naja, das ist nicht optimal. Ich kann mal gerade. Hört ihr uns denn gut? Das ist mir persönlich ja immer wichtiger. Deswegen lache ich mich dann auch immer ein bisschen innerlich schlapp und auch äußerlich, wenn es so richtig scheiße läuft, weil dann kriege ich so einen leichten Verrücktheitsgrad und hoffe, dass man es einfach als Podcast senden kann. Ja. Und André, bei dir so? Ja, was Oh war da ja, los? die Woche war ein bisschen wild. Vor mittlerweile ja 10 Tagen, nee, ist auch schon wieder 2 Wochen her, war ich als Dozent bei der Spring School, der Max-Planck-School of Photonics, durfte ein bisschen was über Wissenschaftskommunikation erzählen und auch einen Workshop machen mit ganz, ganz vielen Leuten und ja, das war echt, hat sehr viel Spaß gemacht, weil es, naja, irgendwie mit die ganze Zeit mit Laserphysikern zu quatschen, ist halt auch nochmal irgendwie was anderes. Weil, ja, da dann halt tatsächlich über Wissenschaftskommunikation zu reden, ist ja so, ich kenne ja das meiste, was die alles so treiben und kann dann halt auf eine ganz andere Art mich mit denen austauschen und so. Und jetzt diese Woche war ein Auftaktstream von virtuelle Landschaften. Also da habe ich bei mir drüben auf dem Kanal gestreamt und wir haben den Landwirtschaftssimulator 2019 gespielt. Ich bin Trecker gefahren und habe dabei, ja, Sind Hamster ums Leben gekommen? nein, Hamster Oder sind, Rehe? nee, auch nicht. Ich bin nicht nur Trecker und Mähdrescher gefahren, also verschiedenste Trecker und habe Felder bestellt und so, sondern ich hatte auch noch einen Gast, nämlich Sonoko, die ist Professorin für Agrarwissenschaft am ZALF, das Leibniz-Zentrum für Agrar- und Landwirtschaft. Ich Würde bin mir Sinn nicht ganz machen. sicher, aber auf jeden Fall ZALF ist es in kurz, aus Münchenberg und die hat halt was über Bioökonomie und dann halt auch über nachhaltige Landwirtschaft, so woran sie forschen und was halt da tatsächlich auch schon in die Realität umgesetzt werden kann, so mit Precision Farming, wo man wirklich engmaschig Bodenproben nimmt und dann auch einstellt, wie man düngt, wie man den pH-Wert des Bodens einstellt, aber dann halt auch, wie man alles von der Pflanze benutzt, so. Aber vor allem geht es dann darum, dass der Boden nicht ausgelaugt ist und der vernünftig funktioniert und ja, und auch irgendwie, wie die Ränder der Felder geschützt werden, wie der Übergang ist zu Wald, zu Hecken, dass Artenvielfalt gewährleistet wird, wie man Rehe schützt, die im hohen Korn mal eine Pause machen und so eine Scherze, halt all sowas und was die so treiben. Und die machen echt spannende Forschung. Also arbeiten auch total eng mit Landwirten zusammen. Also ein Forschungsprojekt von denen ist, eine App zu machen für Landwirte, um sie quasi durch die Schwierigkeiten der EU-Förderung durchzubringen. Und in der App wird halt so erklärt und dir wird Hilfestellung gegeben. Okay, du musst jetzt. Also es ist irgendwie so ein Punktesystem, du musst jetzt halt irgendwie da was für eine Hecke tun, du musst so und so viele Hektar brach liegen lassen für den Topf, damit du da eine Förderung kriegst und so weiter und so fort. Und dann kriegst du so eine Checkliste und die App kann auch so Sachen wie Vermessung, dass du sicher bist, dass du nicht 9,8 Hektar brach liegen lässt, sondern wirklich 10, weil wenn du dann irgendwie so einen halben Hektar zu wenig, dann kriegst du null Geld. Du musst halt genau 10. Und so, und das ist halt tatsächlich eine Motivation dafür, dass Landwirte die Förderung und die Boni quasi für nachhaltige Landwirtschaft und Umweltschutz einfacher befolgen können, sodass es weniger kompliziert ist für sie. Und das fand ich so eine geile Idee. Also wirklich quasi, also Forscher basteln etwas, damit die es ausführen sollen, einen Wegweiser durch die Bürokratie haben. Das ist irgendwie seltsam, aber eine großartige Initiative. Aber wir haben irgendwie 3 Stunden gequatscht. Das war sehr, sehr cool. Und das wird es jetzt alle 3 Wochen geben, dass ich Trecker fahre und mit Leuten rede. War auf jeden Fall Spaß. Bist du schon mal einen Echt-Trecker gefahren? Oh ja. Ja.
ich komme ja vom Land. Also ich habe mit, ich glaube mit 12... Aus Bad Oeynhausen? Ja, genau, aus Bad Oeynhausen. Mit 12 habe ich das erste Mal auf dem Trecker gesessen. Und bin auch gefahren. Wow. Ja, das ist ja nicht verboten. Auf dem Feld darfst du das. Die waren dafür alles. Genau. Aber... Trecker fahren ist witzig. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr auch schon mal. Ja, komm auch vom Land. Ja. Ja, also. Ich bin sogar mal am Strand auf Wieg auf Föhr mit meinem kleinen Bruder, ist 2 Jahre jünger, da waren wir da im Urlaub. Und am Strand werden ja auch Trecker eingesetzt, um für die Touristen das alles schön zu machen und das die ganzen Algen und was auch immer da ist, so zusammenzukehren. Und wir fanden das geil. Und der Fahrer von dem Trecker hat gemeint, wir dürfen auch mitfahren. Das haben wir dann gemacht, zum Leidwesen unserer Eltern, die uns dann nicht mehr gefunden haben. Ne? Wir waren quasi vom Erdboden verschluckt am Strand. Ach so, ihr habt euch einfach verpisst mit dem Trecker. Ja, wenn du, weiß ich nicht, wir waren vielleicht, weiß ich nicht, 5 und 7 oder 4 und 6, irgendwie sowas. Oh Gott! Und der hat sich da nichts bei gedacht. Und es wurde wohl nicht genug auf uns aufgepasst. Und es gab eine kleine Panik, wo die Kinder jetzt sind. Oh Gott. Ja, wir waren mit dem Trecker am Strand. Ja, ihr wart gut unterwegs, ja. Ja, ja. Haben wir auch richtig Ärger gekriegt. Ja, das glaube ich. Ja. Wo wart ihr? Wir waren Treckerfahren. Ja, genau. Was? Wer hat euch mitgenommen? Der Treckerfahrer. Warum hat er nicht Bescheid gesagt? Kann er einfach fremde Kinder mitnehmen? Aber wir wollten das unbedingt. Aber bei Horsi stockt es jetzt alle paar Minuten. Ja. Nein. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Das Wetter ist gerade schlecht. Kann man das noch umstecken mit der Antenne, dass du einfach die nicht benutzt, die und die alte quasi, das, was du sonst immer benutzt hast? Oder bist du auf dem Dach geklettert und hast da extra was Neues angebracht und das alte abgebaut? Nee. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Betrieb da die Antenne rausziehen sollte. Ja, das ist vielleicht nicht so die beste Idee, ne? Nee, das ist halt etwas, es ist halt nicht nur ein Stecker, also. Und Fockaffe sagt es auch gerade. Das Format war sehr interessant und Sonoko war eine tolle Gesprächspartnerin. Herzlichen Dank, Fockaffe. Das ist schön. Das freut mich, das zu hören. Ja. Ach, übrigens, da fällt mir gerade ein, Fockaffe, weil du, glaube ich, beim letzten Stream gemeint hast, dass du den Schwellhai so gern magst und das Bild davon haben wolltest. Also wenn du uns eine E-Mail schreibst an info@plötzlichwissen.de, dann schicke ich dir das, wenn du dir das ausdrucken willst. Ja, und bei noch mehr gute Reviews, André, du hast ja alles richtig gemacht. Das ist schön. Das freut mich wirklich sehr. Ja. Guter Treckerfahrer. Ja. Mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt. Lernen. Ey, ja. Wollen wir mal hier ins Spiel reinspringen, oder? Ja, wir können mal gucken, ob wir das Tier entdecken, worum es heute hauptsächlich gehen wird. Vielleicht, ich kann mich gar nicht erinnern. Wir haben ja jetzt, fortsetzen brauchst du gar nicht versuchen, oder? Ne, doch, ja, genau. Es gab ein kleines Problem hier übrigens. Ne? Also ich möchte noch mal darauf hinweisen. Huldigt Marius. Ich finde das hier einfach großartig. Dieser Übergang ist wundervoll. Fortsetzen kann ich machen. Wir haben die Nebellagune. Und leider ist es mir nicht gelungen, auf den neuen Rechner den Spielstand darüber zu kopieren. So, ich überspring mal das, was der Professor sagt. Und dann gehen wir hier mal tauchen. Wir mussten da Schätze sammeln, ne? Commonly known as the most peaceful of diving sites. Ja. Gefahrstufe. Das musst du ausmachen, ne? Nur statisch.
Sonst musst du immer Haie abwehren. Ja, genau. Sonst muss ich immer Haie abwehren. Nebellagune. Ach ja, du musst doch diese Öko-Waffe finden, ne? Ja, ich muss den Container und dann irgendwie die Öko-Waffe finden. Genau. Dieses Ding hier. Ja, ich hab das schon wieder alles verdrängt. Ich möchte auch wissen, was bei Otto ist. Ich kenne Otto als Hamburger Großhändler, Versandhandel. Nee, ich glaube, es ging um den Film Otto, oder? Würde ich jetzt einfach irgendwie denken. Aber ich kann mich an den nicht erinnern. Wie kommen wir denn auf den Otto-Film? Oh. Ach so, wegen Trecker, oder? Wegen Trecker am Strand? Also, wenn ich an Otto-Filme denke, dann... Ich habe Otto mal getroffen in seinem Haus in Blankenese. Ich weiß, wo der wohnt. Stimmt, das hast du erzählt. Irgendwie hast du ihm nicht geholfen? Ja, ich habe ihm beim Ausladen geholfen. Ich hatte dem... ich habe eine Schulfreundin, deren Eltern in Blankenese wohnen und die wissen natürlich, wo die ganzen Leute wohnen. Und als mein erstes Buch, das Reiseführer für Tiere, rausgekommen ist, habe ich Rolf Zukowski, der quasi fast der Nachbar ist von Otto, und Otto Bücher in den Briefkasten getan. So, ne? Die Hoffnung ist groß, dass es gut vermarktet wird. Du hast Rolf Zukowski und Otto Bücher geschenkt. Ja, ja, oh, genau. In deren Privatbriefkästen in Blankenese. Ah. Geil, ey. Mit einem Brief, aber, ne? Aber du hast nichts gehört. Ich habe nie was gehört. Ah. Und dann bin ich Jahre später, also wirklich 3 Jahre später oder so, kam Otto, als ich wieder da in Blankenese an dieser einen Straße, wo er wohnt, zu Fuß gegangen bin, kam der mit seiner Limousine und seinem Fahrer von irgendeiner Veranstaltung und dann habe ich den angesprochen. Ne? Der stieg da aus, die parkten das Auto und ich so, ey, moin Otto, ich habe mal eine Frage. Und er so, ja, was ist los? Ne? Der war total noch aufgepeitscht von seiner Veranstaltung und war da am Ausladen. Ich so, ja, ich habe dir mal ein Buch bei hier in den Briefkasten gepackt. Und er so, wenn du sowas machst, na, musst du an die richtige Adresse, na, ich habe da ja so ein Büro, das muss ja, aber wenn du sagst, dass das hier ist, ja, dann komm doch mal mit rein, guck doch mal. Und dann hat er mich mit reingenommen. Ich habe ihm ein paar Sachen getragen mit, so Gitarre und so ein Quatsch. Und dann meinte er so in seinem Musikzimmer, ja, hier guck mal im Regal nach, vielleicht ist das da. Und das stand da. Und ich so, ja, hier guck mal, das Buch ist da. Also, ja, sage ich doch. Aber im nächsten Mal musst du mal ans Marketing, ne? Das ist die andere Adresse. Und dann hat er mir einen Katalog geschenkt. Und ich so, ja, was soll ich mit deinem Katalog? Ich kann mir deine Bilder sowieso nicht leisten. Ja, weil du hier so nett geholfen hast mit dem Reintragen und so. Ich so, ja, das ist total nett, aber das ist ein Katalog von dir. Ja, ich schreibe dir auch eine Widmung rein. Ja, das ist total nett von dir, aber... Hä? Ja, und ich benutze diesen Katalog ab und zu als Unterlage für irgendwas. Das heißt, er ist wenigstens schön groß, sagst du. Der ist groß, ja, ja, der steht hier im Regal. Aber was meint ihr? Bilder, oder was? Warte, ich zeige es. I'll show you. Ja. Wusste nicht, dass Otto Bilder malt. Ja, ja, der malt Bilder. Warte mal, ich habe das hier, glaube ich. Ja. Alala. Otto, die Ausstellung. Otto malt. Otto fand natürlich. Mhm. Ich kann mal gucken, ob da ein Meeresthema Otifant dabei ist. Oh, hier sind wieder Dugongs. Oh. Und tatsächlich Dugongs. Oh, aus Flippi, aus Flippi. Was ist denn los? Warum ist er noch nicht wach? Oh. Ui, das ist Linda. Das ist Linda? Lange nicht gesehen. Hi, Linda. Sie ignoriert dich. Habt ihr euch im Schlechten getrennt? Was ist da los? Was ist da los? Ich weiß nicht, was da los ist, Dylan. So, Dylan, wie ist es denn bei Dugongs? Sind die eigentlich so, haben die so länger laufende Partnerschaften oder ist das nur mal Sex? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Wir haben dein Sextape ja auch noch nicht abgespielt. Weißt du noch, Jules, als wir angefangen haben, da hatte ich doch so ein YouTube-Video mit Dugong-Sex und wir haben gesagt, wir machen irgendwann mal eine Sendung zum Thema Sex und wir haben das nie gezeigt. Stimmt. Das ist aber zensiert. Es wurde mit einer Drohne aufgenommen. Die Stalker immer, ne? Ja. Ach ja, genau, das war von oben irgendwie, ne? Ja, das war... Also aus der Luft quasi. Ja, das müssen wir mal demnächst echt mal gucken. Kann irgendwann mal Tiersex unter Wasser oder so machen. Wobei, das kommt ja auch vor. Aber es
wir haben bis jetzt nur den Dugong, wir haben noch nicht das andere Tier. Ne? Eigentlich, du kannst mal bei Korallen gucken, ob da irgendwo, ob da irgendwie schwer zu erkennende Tiere sind. Aber während du das tust, ich muss mal kurz nochmal in den Katalog gucken, um zu herauszufinden, ob Otto vielleicht ein Meerestier gezeichnet hat. Vielleicht hat er Linda gezeichnet. Die ist nämlich so arrogant, wie ihr gesehen habt, die ist nämlich Celebrity-Dugong. Ach so, naja, die Erklärung. Sagst du, ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall schon mal ein Meeresblickbild hier. So. André Horsti schreibt gerade, dass ihr könnt bestimmt wieder den Link nicht sehen. Also er hat wohl einen Link gepostet, den er nicht. Nee, genau. Dann auf Otto. Das ist echt scheiße. Was ist denn da los? Das muss man wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss man das intern bei Twitch freischalten, dass Leute was posten dürfen oder so, kann ich mir vorstellen. Aber pack doch mal den Link in die Lobby. Ja, auf Discord in die Lobby und dann teilen wir den. Ah, oh, Otto und Trecker. Da! Ja, das teile ich mal für alle. Oh, ich liebe Otto. Ich bin mit dem aufgewachsen. Ich habe. Ganz schlimm fand ich immer Travemünde. Für alle, die Otto und Trecker fahren mögen, bitte. So. Abgestürzt. Mal gucken, ob es da noch irgendwas. Hast du da schon irgendwo ein Seepferdchen gesehen? Nee, habe ich nicht. Statt Linda. Die sind auch schwer zu erkennen. Na gut, ja. Ich guck mal mit einem. Also wenn man Seepferdchen beim Tauchen sehen will, dann muss man echt geduldig sein und ordentlich Strecke absuchen. Ja. Ich weiß nur nicht gerade, wie ging nochmal. Die Öko-Pistole? Ja, die Öko-Pistole. Ich muss nochmal gerade gucken. Optionen, Steuerung. Scanner verwenden ist Z oder Y, alles klar. Oh, wir haben die letzten 2 Wochen auch richtig viel gezockt, aber keine Meeresspiele, sondern zum einen Resident Evil 7. Das ist, glaube ich, das schlimmste Spiel, das ich jemals gespielt habe in meinem Leben. Wieso? Weil es unglaublich gruselig ist. Es ist wirklich unglaublich gruselig. Worum geht's denn? Ach so, also bei Resident Evil 7 geht es darum, du bist quasi, das ist so in Louisiana, was so in dieser Schwammgegend, du bist in so einem Haus und da sind so Hillbillies, die quasi von so einem Pilz besessen sind und Leute ermorden und so. Und das ist aber unglaublich blutig und grausam und das ist eigentlich ein VR-Spiel. Und ich denke mir so, in VR kann man das, glaube ich, gar nicht das durchhalten. Das ist eigentlich ein VR-Spiel, aber ihr macht es nicht. Also du kannst es halt, du kannst es halt in beiden Versionen spielen. Das ist aber als VR-Spiel ausgelegt. Und ich glaube, als VR ist das nicht aushaltbar, weil das so gruselig ist. Ja, solche Horrorspiele bin ich auch super schreckhaft, alleine schon ganz normal so am Bildschirm. Und dann auch noch VR. Ich glaube, Ich glaube, in VR hätte ich das nicht spielen können. Ja, und dann haben wir noch jetzt gerade Hitman gespielt. Ich habe auch vorher nie Hitman gespielt und das ist eigentlich ganz schön cool. Ich muss sagen, es macht ziemlich viel Spaß. Wo du so diese einzelnen Missionen, wo du rumschleichen musst und verschiedene Identitäten übernehmen, um dann das zu erreichen irgendwie, ne? Ja, um Leute zu ermorden. Ja. Aber ja, genau. Genau, ja, das ist cool, das macht Spaß. Also auch so cool gemacht, weil das halt auch so eine Story hat irgendwie so sehr was Filmmäßiges und so, ist also ziemlich cool. So, Inga, hast du was gefunden? Ja, ich habe was gefunden. Ich habe zum einen mein Kindheits-Jugendtrauma-Bild gefunden. Es gab nämlich mal, ich komme ja aus der Nähe von Hamburg und die hatten so Kunstlehrer, die haben uns mal nach Essen geschleppt, weil wir dieses Bild sehen sollten, und zwar das Original von Soll ich mal gerade groß machen? Kannst du machen, wenn du willst. Warte.
Das ist, ist ein Klassiker für alle Kunsthistoriker unter uns. Also, wenn man eine Paul Gauguin... Ja, also ich kenne dieses Bild. Ich musste das, wir mussten das analysieren und so. Wir sind alle, der ganze Jahrgang, ich glaube damals 11. Klasse, sind gezwungen worden, nach Essen ins Kunstmuseum zu fahren. Und zwar nur für 2 Stunden Aufenthalt. Von Hamburg nach Essen und dann wieder zurück. Wir sind, glaube ich, 4 oder 5 Stunden hin, das gleiche nochmal zurück und dann 2 Stunden vor Ort. Für dieses Bild. Weil nicht das Bild mit dem Ottifanten, oder? Nee, ohne Ottifanten. Was das ist denn da anstatt eines Ottifanten? Ich kenne das Bild nicht, tut mir leid. Gar nichts. Die haben da. Ich kenne das Bild auch nicht. Ja, nee, die haben da einfach nur eine Frucht oder so. Oder gar nichts, weiß ich nicht mehr. Und es gibt noch an der Ostsee nach Max Liebermann. Ostseeküste 1 und 2. Also Otto hat einiges. Der hat echt ziemlich geile Bilder, muss man schon sagen. Der ist nämlich super vielfältig in seinen Stilen. Ja, und das Ganze habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist der Katalog. Der ist relativ groß. Über DIN A4. Kann man als Unterlage verwenden. Ist sogar größer als die Arena-Vorschau, die ich jetzt auch als Unterlage verwende. Aber krass, da kann der richtig gut malen. Der kann richtig gut malen, ja. Der ist so ein Multitalent. Mhm. Also der hat auch alle möglichen anderen Stile gecovert und da Ottifanten reingepackt. Ja, also Andy Warhol ist da auch in dem Katalog mit drin. Alles im Prinzip. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch die Likorelle noch von Lindenberg gecovert oder so. Die sind ja befreundet, der Hamburger Künstler. Befreundete. Man kennt sich, sagst du, ja. Ja, das ist alles eins da. Und der ist echt extrem aufgedrehter Typ. Immer. Also zumindest, wenn man neben ihm steht. Aber sehr nett war der. Immer noch kein Seepferdchen in Sicht? Nee. Und es soll heute um Seepferdchen gehen. Das steht ja auch im Titel, ne? Also, ja. Ich habe wenig Sauerstoff. Es wird mal Zeit, aufzutauchen. Nicht sterben, André. Nicht sterben. Nein, nicht sterben. Jules, was wolltest du sagen? Habt ihr gestern den Grand Prix gesehen? Nein. Nee. Ey, wir haben da gestern reingeschaltet, haben uns das Ende ein bisschen angeschaut, aber auf jeden Fall, was so geil war, was wir heute Morgen auf Twitter gesehen haben, die Italiener, die gewonnen haben, so eine Rockband, die haben einfach da auf den Tisch gekokst und man sieht das so. Da kam einmal die Kamera rüber und du siehst, wie er unten, unten mit der Nase ist und der andere ihm noch so einen Ellbogen gibt. Oh Gott. Ehrlich. Trash TV, it's best. Trash im Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe das nur bei meinen Nerd-Freunden als Kommentar gesehen, dass die Ausleuchtung und das Make-up so schlimm gewesen sein sollen. Und das Color-Grading im Nachhinein ganz schlecht. Also sie hatten andere Ansprüche an die Farbauswahl, die über den Bildschirm flimmerte. Ja, aber es war auch ganz viel irgendwie mit so Greenscreen und die Bühne war irgendwie... und das sah wohl im Fernsehen total toll aus und dann habe ich nur irgendwie einen Kommentar gesehen, ja, wenn du Tickets hattest, dann sah es halt nicht toll aus, weil du die Leute halt über steril so eine grüne Bühne hast laufen sehen. Ja. Die haben also keine VR-Brillen mitgegeben für das Live-Publikum. Ich denke nicht, nee. Das heißt, die Leute haben eventuell sogar noch Geld dafür bezahlt, dass sie sich irritierende Musik auch vor grünem Hintergrund anschauen durften. Ja, nicht nur das, irgendwie eine Künstlerin wurde so, hatte dann halt Leute, die komplett in grün gekleidet waren, die sie so hin und her geworfen haben, die man dann im Fernsehen nicht gesehen hat, aber auf der Bühne natürlich ganz, ganz deutlich. Aha. Ja, aber ich hab den Grand Prix nicht verfolgt. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Grand Prix geguckt, da war ich, weiß ich nicht, wann war das mit den Nussecken? Wisst ihr das noch? Das war, weiß ich nicht, 96, 97? Ja. Guido hat euch lieb. Wann war das? Ja. Irgendwann Anfang 2000er. Das war schlimm. Es gab Nussecken. Ja, ich habe das auch ewig nicht mehr gesehen. Wir haben eigentlich auch nur reingeschaltet, weil irgendwie meine Mitbewohnerin geschrieben hatte, warum sind da Tausende von Zuschauern ohne Maske? Und dann haben wir eigentlich nur mal reingeguckt, weil der ganze Saal voll war mit Tausenden von Zuschauern ohne Maske. Weil Holland sich gedacht hat, scheiß drauf. Keine Ahnung.
Die sind alle getestet worden und so weiter. Und vielleicht haben sie sogar schon eine Impfung gehabt. Vielleicht gab es ja, wenn du die Karte kaufst, auch eine Impfung, wenn du die rechtzeitig... Es gibt vielleicht ja jetzt im Vorverkauf so eine neue Geschäftsidee. Mit dem Konzept. Ja, genau. Impfung included oder so. Ja, aber genau, unser Thema ist eigentlich Seepferdchen. Und Seepferdchen sind übrigens verwandt mit Seesternen, glaube ich. Oh, ehrlich? Okay, ja, Seestern habe ich jetzt gerade eingesammelt. Nein, nein, nein. Ja, Seestern, nein, Seestern, Seeigel. Seeigel und Seestern. Seegurke, sind verwandt. Seegurke, Seeigel, Seestern. Ja. Das sind die Verwandtschaftsverhältnisse. Ich würde sagen, das sind Stachelhäute. Ja. Seepferdchen ist ein Fisch. Das stimmt, aber ein Knochenfisch und hat auch merkwürdige Verwandtschaften. Mhm. Ja, Seepferdchen finde ich aber es ist tatsächlich ein Fisch, also so mit Kiemen und hast du nicht gesehen? Ja. Ja, mit Kiem. Okay. Ich habe dir einen Link geschickt. Ja, mehrere. Ja, stimmt, mehrere. Und mein begeistertster Link kommt von gestern. Das habe ich als neuestes rausgefunden. Und das sind die Innenansichten von Seepferdchen. Da kann man sich dann anschauen, wie sehr das ein Fisch ist. Und zwar ist es der Link gewesen, Dogplayer ist es. Nein. Ja, doch, das ist es. Ja, doch, das war es eben. Doch, das ist es. Okay, genau, wenn du da weiter runter... Zeige ich das mal. Zeig das mal, ja. Blub. Wenn du da weiter runter scrollst, das ist nämlich, da haben sich Mediziner und Biologen zusammengetan und haben Seepferdchen durchleuchtet. Und da siehst du die ganzen Teile eines Seepferdchens. Ich habe überraschenderweise einen Seepferdchen-Gast im Haus. Oh. Mein Seepferdchen, da kann man schon an meinem Seepferdchen erkennen, dass es wenig Flossen hier ist... gibt. Das ist geil, oder? Das ist da das Skelett. Du, ja. Ich schmeiß das auch mal gerade in den Chat. Ja. Mhm. Dann können sich die Leute selber durchscrollen. Scrollen. Ja. Das fand ich geil. Ja, die haben nämlich zwei Flossen weniger als ein normaler Fisch. Und da siehst du die Innereien, die haben auch keinen Magen, die haben nur einen Darm. Ah. Die haben keinen Magen? Nee, die haben keinen Magen und deswegen sind sie extrem schlechte Futterverwerter und sind eigentlich ständig nur am Fressen. Die müssen sich dauerhaft Zeug reinziehen. Und schon... Gibt es auch einen Vorteil, dass sie keinen Magen haben? Vorteil, dass sie keinen Magen haben? Bestimmt irgendeinen wird es wohl geben. Also. Aber es sieht cool aus. Ja. Aber ich kann dir nicht so richtig gut sagen. Das Problem bei Seepferdchenzucht ist zum Beispiel, dass einige Seepferdchen nur gerne lebend, man muss die trainieren an Totfutter, die brauchen eigentlich Lebendfutter für ihren sensiblen Magen. Darm, sie haben ja keinen Magen. Welchen Vorteil, das weiß ich nicht. Irgendeinen wird es geben. Habe ich mir, glaube ich, nicht rausgeschrieben. Ja, also ja, muss es ja, also meistens in der Evolution haben solche Sachen irgendeinen Sinn. Hat man denn Seepferde schon kotzen sehen? Fragt Horsti im Chat. Ich glaube es eher nicht, weil die funktionieren nämlich. Ich kann das an diesem extrem niedlichen, aber nicht originalgetreuen Beispiel machen. Also was Seepferdchen zum Beispiel haben, sind hier, das ist die Brustflosse, zweifach, links und rechts. Dann gibt es eine Rückenflosse. Und dann gibt es nicht vorhanden, aber ich imitiere das jetzt einfach über den grünen Zettel. Also das passt nämlich von der Stelle in etwa, eine Analflosse. Mhm. Das heißt, denen fehlen eine Schwanzflosse und eine Bauchflosse. Und da haben die Seepferdchenforscher rumgeforscht im Genom. Die können übrigens gar nicht so doll lesen. Wahrscheinlich können die sowas niemals im Live machen, was ich gerade mache. Wieso die keine Flossen mehr haben, also wieso sie weniger Flossen haben. Die haben ein krasses Genom. Die haben 23.458 Gene
Und man hat mit CRISPR mal rausgefunden, das gibt halt ein Gen, was für Flosse zuständig ist. Und dann haben die mit irgendeinem anderen, ich habe das Paper da auch dir geschickt, aber ich weiß gerade nicht mehr welches, müssen wir auch nicht hin und her switchen gerade. Evolution. Aber ja. Ah nee, Evolution of... Nee, Genom. Evolution ist noch was anderes. Es gibt auch ein Genom-Paper, was ich da habe. Und da, warte, ich kann ja auch sagen, ja, wenn hier, du jetzt eh da das drin rumhängst. Ja, genau. Das ist das, glaube ich. Guck mal weiter unten, wenn du da ein Fischfoto findest. Fischfoto, 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 Fischfoto. Nee, dann war es doch das andere. Das vielleicht? Nee, es gibt ein Paper, wo ein Fischfoto drin ist. Und da haben sie nämlich gezeigt, was passiert, wenn man mit CRISPR das eine Gen rausschneidet. Und da das haben nämlich auch die Seepferdchen nicht. Und das ist das Gen, was für die Schwanzflosse oder so zuständig war. TBX-4. Warum ich mir das jetzt merken konnte, weiß ich auch nicht. Ich sage einmal gerade nebenbei, hallo D1, DO1JLR und hi Remote. Schön, dass ihr da seid. Ja, das finde ich auch gut. Die brauchen übrigens ihren Kopf nicht drehen, weil die Chamäleon fähige Augen haben. Die haben 360 Grad, die können ein Auge anders bewegen als das andere. Okay. Mhm. Cool. Und die Evolution von den Seepferdchen ist noch nicht komplett geklärt. Aber man weiß, dass der Genpool originär aus dem Indo-Pazifik stammt, also irgendwo bei Australien. Und dann über Jahrmillionen sich durch die Gegend orientiert hat. Auch dieses Seepferdchen hat den Schwanz nach vorne gerollt. Das ist traditionell bei den meisten Seepferdchen so. Und sie haben, lass mich überlegen, wie heißen denn die? Die heißen Seenadeln, genau. Die Seenadeln sind so eine, sind quasi Seepferdchen, aber in gerade. Ja. Genau, gestreckt. Ja, das ist sehr niedlich. Eine Seenadel. Mhm. Das siehst du in dem einen Paper auch. Die sieht man sehr oft beim Tauchen. Also so im Roten Meer oder so sieht man die ziemlich viel. Oh ja. Die Seepferdchen, die schwimmen aber auch tatsächlich mit den Flossen vorne, ne? Oder der Schwanz ist nur zum Festhalten, oder? Genau. Ja, der Schwanz ist zum Festhalten. Das machen sie bis, wenn sie, je mehr Angst ein Seepferdchen hat, desto mehr hält es sich fest. So. Das ist ein bisschen dramatisch. So können die aber auch überhaupt, so haben die es wahrscheinlich geschafft, aus dem Indo-Pazifik an anderen Stellen des Meeres aufzutauchen. Weil die sich auch an Algen festklammern oder an Holz oder was auch immer so rumschwimmt. Also wenn die dann, ich stelle mir das so vor, es schwimmt und schwimmt und schwimmt und dann findet es irgendwas, hält sich fest und dann gibt es ein bisschen Wind und dann gibt es höhere Wellen und dann kriegt es Angst und dann hält es sich immer mehr fest und dann wird es so weggetragen. So stelle ich mir das vor. Ein bisschen so zumindest. Mhm. Die haben keine Zähne. Weil ihn, und jetzt Achtung, Andreas. Skelett, ja. Ja, die haben so, der Kopf ist so krass aus verschiedenen Knochenplatten gebaut. Mhm. Und ihnen fehlt das für Zähne notwendige Phosphoprotein. Und welches Phosphoprotein es ist, I don't know, ich habe es nicht nachgeguckt. Okay. Aber sie haben eine geile Futtertechnik. Und das kann ich hier kurz demonstrieren. Die sind extrem windschnittig gebaut. Das normale Seepferdchen hat hier noch so, also das normale, die, viele Seepferdchen haben hier noch ein Krönchen. Warte mal, so ich mache dich mal einmal groß. Okay. So. Ja. Ja, also viele Seepferdchen haben hier noch so ein Krönchen. Hm. Dass die haben ein, man könnte fast sagen, sie haben ein Außenskelett. Also sie haben so, die haben keine Gräten, aber als Knochenfische außen so Knochenplatten, die ineinander gestapelt sind, wie man das eben auch gesehen hat auf dem Bild im Paper. Und sie haben Rückgrat und sie sind Saugschnapper. Genau. Saugschnapper. Kimia ist auch ein Saugschnapper, hat aber Zähne und eigentlich deswegen das Saugschnappen gar nicht nötig. Aber
Die fressen so super kleine Larven von Krebstieren zum Beispiel. Und die hängen halt ab. Also viele Seepferdchen sind überhaupt nicht so dolle mobil, wenn sie sich nicht gerade aus Verzweiflung an irgendetwas klammern, was dann weggeschwommen, weggetrieben wird. Sind keine guten Schwimmer. Und deswegen sind sie Lauerjäger, so wie dieses Seepferdchen, was wir jetzt hier haben. Das lauert nämlich auf Futter. Und wenn irgendetwas im oberen Bereich vor der Schnauze rumschwimmt, dann macht es, also kann man das irgendwie, nein, ich habe zu wenig Hände. Wenn hier irgendwas rumschwimmt, dann würde das so machen, so saugschnappen. Und genau, und das funktioniert so, dass das Zungenbein abgesenkt wird. Das kann man leider auf dem 3D-Ding aus dem Paper nicht sehen. Aber das gibt halt diese blitzschnelle Kopfdrehung in den Nacken. Und dadurch wird das eingesaugt automatisch, das Futter, das kleiner ist als das Maul. Es gibt aber auch Seepferdchen, die sich überschätzen und dann wahrscheinlich ein Problem haben, weil sie staubsaugermäßig irgendwas vorne vorgibt. Selten, aber passiert. Ja. Und genau, dann saugen die das ein. Dann gibt es ein Anheben bei der Schädelvorderseite irgendwo mit diesen ganzen Knochen. Und die Wangenpartie dehnt sich aus und dann gibt es so einen Saug, also einen Sog halt. In 4 Millisekunden haben die was eingesogen. 4 Millisekunden. Okay. Und sie sind 9 von 10 Malen erfolgreich. Obwohl die Krebstierchen, die sie einsaugen, extrem gut darin sind, Gefahr zu wittern. Und das liegt daran, dass die, wenn die Seepferdchen sich gut anstellen, dann sind die so stromlinienförmig, dass der Copepod, Kobi, wie sagt man das auf Englisch? Codepod, ich sage immer Codepod, aber das stimmt gar nicht. Copepod, Also auf Englisch. Ja, ich kann die ja nur. Wie heißen die auf Deutsch? Copepods ist, glaube ich, auf Englisch. Danke, Copepods. Ja, vielen Dank. Das ist eins von den Worten, die ich immer falsch mache, weil ich kann das auch sehr gut in einem Roman, den Namen von einer Person die ganze Zeit falsch zu lesen und dann mich später mit Leuten unterhalten und die sagen dann, ja, die Hauptfigur, die hieß ja so und so. Und ich sage dann, nee, stimmt ja gar nicht, weil ich immer einen Dreher im... Ich kenne das von Copepods. Mir passiert das aber auch. Also ich habe auch echt... Copepoden auf Deutsch. Ja. Oder Ruder, sagen wir einfach Ruderfußkrebschen. Ruderfußkrebschen. Das ist cool. Also so ein Ruderfußkrebschen hat eigentlich auch eine krasse Reaktionszeit, aber spürt nicht, dass die Gefahr vom Lauerjäger da ist, weil das so wasserschnittig ist und so schnell... dass wenn das Seepferdchen mit seinem Saugvorgang anfängt, dann ist es zu spät für das Ruderfußkrebschen. Ich zeichne mal ein Ruderfußkrebschen. Oh ja, mach das mal. Ja. Das ist ein Ruderfußkrebschen. Ja, jam, jam, jam. Ja, da hängt doch dieses Seepferdchen direkt am Futter. Ja. Über der Schnauze vom Seepferdchen ist extrem wenig Strömung und deswegen sind sie unbewegt. Aber das heißt, Seepferdchen sind eigentlich einfach Staubsauger. Sie sind Staubsauger des Meeres, aber im Sinne von, dass sie Lebendfutter raussaugen und nicht wie der Staubsauger bei uns Wollmäuse, die eh tot sind. Ja, aber ich glaube, manche saugen damit auch Spinnen ein und so. Mhm. Was nicht gut ist. Nein. Spinnen sind Freunde. Richtig. Man muss bloß den Deal mit ihnen machen, dass sie in ihrer Ecke bleiben und man bleibt in seiner Ecke. Das ist wahr. Ja, genau. ich respektiere Spinnen, aber ich habe eine klare Null Spinnen im Schlafzimmer Policy. Aber ansonsten. Echt? Ja. Aber da sind sie doch besonders clever, wenn sie die Mücken fressen. Ich habe eine alle Spinnen im Schlafzimmer Policy. Transferierst du die dann? Wenn du irgendwo eine Spinne findest ins Schlafzimmer. Ich finde sie besonders ansprechend, wenn sie im Schlafzimmer wohnen. Das finde ich gut. Wir hatten neulich im Schlafzimmer eine etwas größere Spinne. Die haben wir dann wegtransferiert. Das ist ja okay. Ja, also das war...
Also mit Beinen. Ganz schön. Ein Oschi. Ja, ein Oschi. Musste nicht sein. Babyspinnen. Ich hatte ein Spinnennest bei mir am Balkon. Und dann waren das Kreuzspinnen und die sind dann ganz klein und der Körper ist ganz gelb, also sind voll hübsch und dann saßen die immer alle zusammen. Und wenn du dann gepustet hast, dann sitzen die alle, diese hunderten kleinen Spinnen, so auseinander. Du hast sie geärgert. Ja. Ach, das war Training. Julia hat ihnen ja nichts getan. Nee. Und dann habe ich sie alle vom Balkon geworfen, weil das war mir dann doch zu viel Spinne. Und dann haben sie sich alle wieder zurück mit ihr. Und dann haben die das rechtzeitig gemerkt, weil sie schon von dir im Training gewesen sind, in einer schnellen Reaktion und hatten sich vorher festgeklebt und dann. Nein, die haben ihre Fäden rausgeschossen und sind mit dem Wind davongetragen worden in unseren Garten. Ja, sehr romantisch, sehr gut. Was beim Seepferdchen, ich habe dir auch einen Link geschickt für Geräusch, Seepferdchengeräusch, André. Die haben ja diese Knochenplatten. Das hier? Über den, genau. Jawohl, da kann man sich anhören, wie das sich anhört, wenn die futtern. Soll ich das mal anmachen? Mach mal an. Mhm. Ich höre es nicht. Es klingt wie Klöng, Klöng. Ja, die machen so Klickgeräusche. Und die entstehen höchstwahrscheinlich, weil die Knochenplatten am Kopf bei dieser Bewegung sich aneinander reiben. So eine Stridulation sozusagen. Ah, oh, danke, Horst, die hören es. Ja, ich mach nochmal an. Wie ein langsamer Trommler. Pönk, 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 pönk. Und wenn man weiß, dass dieses Geräusch bedeutet, dass das Seepferdchen frisst, dann weiß man auch, dass sie ziemlich viel und sehr schnell essen. Stimmt. Was wiederum damit zu tun hat, dass sie keinen Magen haben, sondern nur den Darm und das dann einmal wieder raus geht. Ne? Interessant, ich habe es mir auch gerade online angehört. Das ist ja echt witzig. Ja. Wie ein langsamer Trommler. Mhm. Ja. Dumm. Dumm. Ich schmeiß den Link auch mal ins in Chat. Das ist übrigens eine geile Seite, diese Dosis-Seite, weil man da fast alle Geräusche von, also nicht fast alle, aber sehr, sehr viele Geräusche von Meerestieren findet. Also nicht nur die klassischen Walgesänge offensichtlich. Mhm. Ja. Die haben keine Mägen, Horsti. Wiedercoin macht mit verschiedenen Mägen. Wir haben nur einen Darm. Oh Mann, ey. Also es geht dann direkt durch. In den Darm. Und dann sofort auch fast wieder raus. Das heißt, die müssen ganz gute Verwertung haben. Und ich weiß nicht, habt ihr das auch früher so getrocknete Seepferdchen noch gesehen? Mhm. Ja. Ich habe das Souvenir, nämlich. Ne? Ja, als Souvenir. Konnte man an der Nordsee, ich glaube, am Eidersperrwerk kaufen. Da gab es zwei Dinge, die ich als Kind immer haben wollte, ohne zu wissen, dass es richtig scheiße ist. Und diese zwei Dinge waren so Mini-Robben aus echtem Robbenfell und getrocknete Seepferdchen. Oh, weil Seepferdchen ja im getrockneten Zustand immer noch aussehen wie Seepferdchen, weil sie diese Knochenplatten haben. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich die eher an der Nordsee gesehen habe, aber. Ja, aber auch so am Mittelmeer und so und in Asien halt auch super viel, aber dann nicht als Souvenir, sondern weil sie die irgendwie essen. Ja. Als Naturmedikament oder irgendwas. Ja, das größte Problem, also eines der, das größte Problem des Seepferdchens ist natürlich wieder bei den meisten Tieren der Mensch. Hm. Und das wird in der TCM, also in der traditionell chinesischen Medizin eingesetzt. Und Umschlagplatz ist, Überraschung, mal wieder Hongkong. Hm. Das hatten wir bei den Seegurken auch schon. Die Stimmt, Seegurken, ja, Seegurken wurden über Hongkong verschifft, ne? Ja, ja, genau. Und ja, man kann die auch essen. Die sind in China, werden die so als Viagra-Ersatz genutzt, in pulverisierter Form. Weil sie immer so aufrecht stehen oder ja, so hart sind. Oh Gott. So einen langen Schwanz haben. Ja, wobei ja bei den Seepferdchen das Weibchen, also ich meine, ich weiß, du meinst den Schwanz, aber
Aber bei Seepferdchen, die Vermehrung funktioniert ja über den Ei, oh, wie heißt das noch? Ovi irgendwas. Also der quasi weibliche Penis. Die haben so eine Ausstülpung. Irgendwas mit Ovi. Ovi. Aber Ovi wie Pari ist doch das. Nein, das, das, ja, ja. Das Eier. Nee, das meine ich auch nicht. Aber es hat, es fängt mit Ovi leider an, das Wort. Ich muss mal nachgucken. Ich finde es gleich. Ich habe nämlich dieses Buch, das ist im März rausgekommen, gelesen. Crazy Horse. Kann ich euch empfehlen. Aber es gibt auch ein englisches Buch. Davon habe ich Julia und André schon erzählt. Da steht im Prinzip dasselbe drin. Und das ist älter. Das heißt, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das deutsche Buch sehr viel einfach aus dem englischen Buch ziemlich direkt übernommen hat. Aber natürlich auch was Eigenes noch dazu gemacht hat. Und das Ding heißt, jetzt gleich die Seite, ich habe sie doch gleich. Ich finde das ganz furchtbar, wenn ich in etwa weiß, wie es heißt, aber mich dann... Ja, ich verstehe das. Das ist ja, ich auch. Dann will man auch. Ovipositor. 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 Ja, Ovipositor, das heißt es. Und die Weibchen haben den Ovipositor. Mit dem Ovipositor geben sie ihre Eier in die Bruttasche des Männchens und der besamt dann, aber nicht in der Bruttasche, der besamt irgendwie anders. Das ist auch eines der großen Rätsel, wie die das richtig machen, die Besamung. Und dann schüttelt er sich, um diese Eier in die richtige Position zu geben, damit die richtig gut sitzen, sozusagen. Ja, shake it, baby, shake it. Und dann verschließt sich bei den allermeisten Seepferdchen diese, also bei den Seepferdchenmännern, die Bruttasche, sodass da auch niemand, kein anderes Weibchen ihre Eier reinlegen kann. Es gibt Ausnahmen, aber nur ganz wenige. Und dann brütet der Mann die befruchteten Eier aus. Hier ist die Bruttasche, ne? Hier unten am Schwanzansatz irgendwie. Ja, bei der Analfinne, die ich hier mit diesem grünen Ding imitiere. Das ist das Wild Republic-Schild. Ja. Werbung auf ganzer Linie. Ja? Ja. Ovipositor, ich habe es gerade auch nur nachgelesen, ist ein Eiablageapparat. Also das gibt es vor allem bei Insekten. Quasi eine Verlängerung, dass man gezielte Eier ablegen kann. Ja. Das ist... Sorry. Nee, rede. Also nee, ich hatte eine Frage. Und weißt du, wie das ist dann bei der Partnerwahl? Also A, haben die irgendwie so Rituale, wie sie sich irgendwie aussuchen oder paaren? Ja. Und B, weil gerade auch ja nur ein Weibchen anscheinend Eier ablegen darf. Also wer wählt denn dann auch aus? Also ist da dann quasi das auch so ein bisschen umgedreht mit Männchen und Weibchen? Nee, es ist sehr, also es ist zum einen herzerweichend niedlich, weil die Rituale haben, tatsächlich genauso wie du schon gesagt hast. Und aber die Männchen, die werben um die Frau. Also das ist nicht, das ist so wie immer quasi. Da gibt es sogar manchmal Bolz, also manchmal kämpfen die auch. Es ist, die sind sehr monogam oder auch seriell monogam, bis auf wenige Ausnahmen. Und die machen ritualisierten Paarungstanz und sind halt, die sind ja sehr süß vom Kopfaufbau und dann reiben die ihre Wangen aneinander und mit ihren Bäuchen aneinander und dann schwimmen die rum und dann haken die sich mit den Schwänzen zusammen. Genau. Oh Gott, ja, das sieht man auf dem Foto, das André da gerade hat. Mit den Schwänzen. Ja. Schwimmen sie zusammen und das machen die mehrere Tage teilweise, also als Vorbereitung auf die Reproduktionsfähigkeit. Das ist ein bisschen, das kennt ihr vielleicht auch, wenn Frauen zusammenleben, dann nähern sich die Zyklen auch an, wenn man das jetzt nicht durch die Pille oder so künstlich organisiert. Aber bei denen ist es so, dass sie sich treffen und dann die Reifung der Eier im Weibchen und die Fruchtbarkeit der Männchen sich annähert, dadurch, dass die so viel Zeit zusammen verbringen und sich immer wieder treffen, bis sie dann bereit sind und die Farbe meistens auch verändern und dadurch leider auch oft sichtbar werden, weil die nämlich, wenn die verliebt sind, das ist natürlich sehr menschlich jetzt, das so zu beschreiben, aber die Paarungsbereitschaft zeigt sich auch durch Verfärbung. Die haben nämlich die Möglichkeit, dass sie ihre Farbe verändern. Und damit zeigen sie auch an,
dass sie jetzt dann bereit sind und dann schwimmen die an die Wasseroberfläche, Richtung Wasseroberfläche und sind verhakt und machen dann Eierübergabe über den Ovipositor und Besamungen durch das Männchen außerhalb der Bruttasche. Also es muss total schnell gehen und es ist nicht komplett erforscht, wie es funktioniert, dass sie das so hinkriegen mit der Besamung. Mhm. Und dann gibt es im Durchschnitt zwischen 100 und 150 Eier, beziehungsweise dann auch später Babys, die in der Bruttasche heranreifen. Und es gibt Hormone, die der Mann in diese Bruttasche mit reingibt zur Reifung der Eier. Das ist auch ein Oxytocin, ist es, glaube ich. Und die Eier sind birnenförmig und die Eihülle löst sich mit der Zeit auf. Und das ist so ein bisschen wie bei den bei normalen Frauen, also bei menschlichen Frauen, da nistet sich ja auch das Ei in die Gebärmutterschleimhaut ein und verändert sich über den Lauf der Zeit. Und bei den Männchen, Seepferdchen, ist das auch so. Die werden dann versorgt, haben aber ihren eigenen Eidotter und die Eihülle wird immer, also löst sich irgendwie auf. Und irgendwann fängt dann das Männchen auch an, das Klima in der Bruttasche so anzunähern an den Salzgehalt der Umgebung, dass die Babys bei der Geburt nicht einen totalen Schock kriegen. Was ja die Menschenbabys schon häufig kriegen, wenn sie auf einmal an die Luft kommen. Mhm. Die Seepferdchen sind ein bisschen cleverer. Die sagen, hier, check das mal aus, Leute. Demnächst geht's raus und dann wird es so ähnlich wie jetzt hier. Ja, und dann kommen die Wehen. Also die Männchen haben wirklich auch Wehen. Das kann auch kann so zwischen 10 Minuten und 3 Tagen dauern, bis sie dann die Babys bis die Babys geboren werden. Und da habe ich dir, glaube ich, auch einen Link zu einem YouTube-Video oder so. Seepferdchengeburt. Irgendwas. Die werden so rausgedrückt, ne? So. Ja. Schwangerschaft. Video Nature. Aber Seepferdchen sind echt so witzig. Ja. Ja. Kannst du das kommentieren? Ich hab den Ton ausgemacht, weil das letzte Mal hatten wir mit. Da hat sich aber gerade noch schnell was reingezogen. Mhm. Mit seiner Schnauze. Die müssen ja auch ständig. Das sind Seenadeln da. Das sind Seenadeln, genau. Die engsten Verwandten. Die sehen ja wirklich witzig aus. Ja, aber. Mir fällt gerade ein, aber quasi meine Lieblings-Seepferdchen-Arten oder Verwandten sind die Seedrachen. Ja. Das ist auch wieder ein Kartenspiel. Die sind super schön. Oh, ja, da sieht man schön, wie sie fressen. Mhm. Und das ist wie eine Seenadelfrist. Die ist auch okay so. Die hat auch einen guten Einsaugeapparat, aber die ist nicht ganz so geschickt bei der Überwältigung, weil die nicht den geilen Winkel hat und den Druck aufbaut und so. Von hier, das ja, voll das Checker-Seepferdchen, oder? Ja. Mhm. Muss nur so einen kleinen Nicken machen und zack ist das Zeug weg. Ja, 9 von 10 erfolgreich. Und da sieht man das auch im Video, dass sie das einmal nachgebaut haben, wieso die oder wie viel geiler die Seepferdchen im Vergleich zu einer Seenadel. Hier sieht man das da mit den Winkel, ja. Ja. Ja, meine Frage, Inga, aber könnte das irgendwie sein, dass sie keinen Magen haben? Also es ist jetzt gerade so ein bisschen eine wilde Idee, aber dass sie ja immer mit diesem Kopf, sie ziehen das hoch, sie ziehen da immer Wasser rein, dass sie sonst das Problem kriegen, dass sie quasi so ihr Bauch die ganze Zeit voll mit Wasser wird, dass sie quasi so eine Art Durchlaufsystem brauchen, um dieses Saugen funktioniert, weil es gerade nur so eine spontane. Stimmt, ja, wenn sie die ganze Zeit saugen, dann wäre der Magen halt nach 3 oder 4 Mal voll. Oder die würden sich irgendwann aufblähen. Ja. Ja. Könnte man mal recherchieren. Entschuldigung, dann war das leider nicht die Produktion. Die Babys. Ich muss selber mal gucken, was ich hier gemacht hatte. Ich hatte Schwangerschaft. Knast. Ich habe hier, ja genau, PNAS habe ich noch ein Paper. Ah, okay, dann war das leider nicht, dann war das, glaube ich, kein Video. Evolution of Pregnancy. Ich bin mir sicher, ich kann mal gucken, dass es auf YouTube angeht. Ja, gibt es. Auf jeden Fall. Ich habe das auch 20.000 Mal schon gesehen. Ja, hier ist kein, das ist nur ein. Nein. Ich suche mal kurz und poste dann was im Chat. Ja.
Ja, das ist der Unterschied, wo, weil die Seenadeln, die kleben sich die Eier an den Schwanz. Ah. Teilweise. Und das ist natürlich nicht ganz so cool wie der sichere Ort in so einer Bruttasche. Ja. Und was ich auch sehr krass geil finde, ist, weil die sind nämlich eben seriell monogam, meistens sogar lebenslang monogam. Und die haben also die Fruchtbarkeitszyklen so perfektioniert, dass das Weibchen in der Zeit, in der das Männchen schwanger ist, neue Eier produziert. Und wenn das Männchen dann mit der Geburt durch ist, wird das sofort wieder befruchtet vom Weibchen. Das ist quasi dauerschwanger, hat fast keine Lücken dazwischen. Ja. Das ist schon ganz cool. Nicht schlecht. Mhm. Hier noch irgendwas dazu. Habe. Den Saugschnappen hatten wir jetzt. Mhm. Das ist die Tarnkappentechnik beim Fressen. Hatten wir. Ja, genau, die machen immer nur Quality Time zusammen, ne? Also die wohnen, die plaudern, flirten, beißen, tanzen, haben Sex und dann trennen die sich wieder, aber dann sehen sie sich trotzdem in der Zwischenzeit ab und zu, aber nicht, also wirklich nur für die wichtig, für die wichtigen Sachen treffen die. So mal klären, wo die Kinder in die Schule gehen und. Ja. Und wie viele kommen dabei raus? Also wie viele Seepferdchen werden geboren? Also es kommt auf die Art drauf an. Im Durchschnitt sind so zwischen 100 und 150 Seepferdchenbabys. Aber es gibt auch einige Arten, die bis zu 2000 Seepferdchenbabys produzieren. Okay. Das Pazifik-Seepferdchen ist das mit den 2000. Und beim Zwergseepferdchen sind es 10. Also minimal, maximal. Und das ist Prolaktin, das ist nicht Oxytocin, das war Prolaktin, das beim Vater, das kontrolliert die Nährstoffversorgung der Babys in der Bruttasche. Okay. Ja. So, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wollen wir, also ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich muss auch noch ein bisschen was vorbereiten für ein Experiment. Ja, du hast ein Experiment. Ja, ich habe ein Experiment, genau. Wollen wir ein kurzes Päuschen machen? Ja, das Seepferdchen muss ja auch fressen. Genau. Dann muss ich nämlich noch ein bisschen was holen und vorbereiten. Und ich habe etwas zum Raten, könnte man sagen. Also genau hinhören. Mhm. Ein Hörexperiment mit Wasser, könnte man sagen. Oh, ich bin, wie spannend. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr eindrücklich. Und ich habe dann ein bisschen was direkt vorbereitet. Wenn es nicht funktioniert, habe ich noch ein Video gebastelt, wo man es, glaube ich, ziemlich gut hört. Cool. Ist das ein Seepferdchen-Klickgeräusch-Video? Nein. Boom. Okay. Boom. Gut, dann bin ich gespannt. Dann okay. Machen wir doch kurz Pause. Genau. Und dann machen wir. Ich mach mal. Ich muss ein bisschen viel hochholen. Ich mache mal 9 Minütchen, okay? Ja, dann sind wir um 9:30 wieder da. Alles klar. Bis gleich. Cool. Bis gleich. Gleich.